Hey Pieps, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Train Fever hier mit unserer wunderschönen 440 The General. Ne? Und da hinten kommt schon gleich nächstes Jahr. Wir haben jetzt die zwei endlich auf dieser Strecke. Und als ich mir gerade die Strecke hier so ein bisschen angeschaut habe, sind mir zwei Sachen aufgefallen. Nämlich, jetzt muss ich nochmal hier gucken. Bahnübergänge sind immer ziemlich stressig. Nämlich ist mir aufgefallen, dass einmal hier einfach ein enormer Knick in der Strecke ist, der mir absolut missfällt. Genauso wie hier. Hier ist er zwar nicht ganz so extrem, aber dennoch mir irgendwie zu kurvig. Und genau das müssen wir jetzt erstmal fixen, bevor wir da weitermachen, wo ich eigentlich weitermachen wollte. Nützt aber nichts. Ich muss das mit dem Bahnhof abreißen. Ich muss den Bahnübergang abreißen und eigentlich einen Teil der Strecke hier gleich mit. Will ich aber gar nicht. Erstmal muss das hier weg. Dieser Abschnitt. Jetzt müssen wir mal gucken. Wenn wir hier jetzt weiterbauen würden. 120. Kommt hier wieder dieser Knick zustande. Wenn ich sage. Okay, da ist doch der Bahnübergang dafür, dass ich hier nichts weiter machen. Dann brauchen wir. Eine Weiche und ja, wie groß ist er jetzt hier eigentlich? Prinzipiell egal, wir müssen dann mit dem Teilstück hier abreißen. Okay, jetzt müssen wir schauen. Okay, jetzt haben wir hier einen Hügel, also einen Hügel. Und hier hinten geht es drastisch bergab. Da wird es jetzt bergauf gehen wieder. Weil wir halt da oben anfangen. Kann ich das auch so lang ziehen, dass. Ich glaube, so kann man die Kurve fahren. Dann geht es hier ein bisschen bergauf, aber ich kann auch Bahnübergänge, die ein bisschen bergab gehen, da wo ich herkomme. Das funktioniert also so. Ja, dann machen wir es doch auch gleich so. Schauen wir uns nochmal an. Ja, doch, ich denke, mit dieser Kurve können wir leben. Auch mit der hier. Dann können wir auch gleich das zweite Gleis daneben bauen. Dann müssen wir gleich wieder ein bisschen Terraforming betreiben. Dass das Ganze auch schön aussieht. Und jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen, dass dieser Bahnübergang hier vernünftig gebaut wird. Hier stimmt er. Und hier stimmt die Strecke auch. Dann haben wir also dieses Problem, dieses. Hier so. Nehmen wir mal sagen, wenn man 97 fahre. Strecke passt von der Höhe her. Aber jetzt sind das hier nicht mehr zwei Gleise. Also nicht mehr ein Gleis. Heißt also, ich muss das Stück hier auf mich abreißen. Dann ist das Problem behoben. Jetzt das neu bauen und dran setzen. Dran setzen. Dran setzen. Angesetzt. So. Warte mal, jetzt geht's hier wieder so bergauf. Gewisse Art und Weise. Schauen wir uns mal an. Und der sagt die vielleicht nicht. Doch, das müsste. Was mal zu Ende. Ja, doch, damit gehe ich mich zufrieden. Das ist jetzt nicht mehr so stark wie vorher, finde ich. Dann brauchen wir jetzt noch das Signal, was wir abgerissen haben dabei. Das hier und dann mal gucken. Müsste die Lok eigentlich umgedreht haben hier? Nein? Fährt weiter? Finde ich gut. Finde ich gut, dass die weiterfährt. Das heißt, wir müssen jetzt hier nochmal kurz terraformen und dann komme ich auch dazu, was wir gleich, was wir heute machen werden. Wo ich das hier kurz im Pausenmodus gemacht habe. Jetzt müssen ja noch nicht unbedingt die Loks weiterfahren. Wobei, den Geld machen wir auf zweifache Geschwindigkeit. Vorerst, dieser Hügel, der muss hier irgendwie noch. Es muss halt schön aussehen. Da brauchen wir jetzt noch ein paar Bäume. Hoffentlich steht hier nichts auf der Strecke. Ne, das ist alles in Ordnung soweit.
Wenn hier schon ein paar Bäume stehen, können wir hier noch ein bisschen weiterziehen. So. Strecke wieder verschönert. Aber wenn man von hier runter guckt, das sieht eigentlich ist ziemlich cool aus, finde ich. So hier so einen Bahnhof reinzugucken. Hat vor allem was, wenn der Bahnhof größer wird. Aber jedenfalls, ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, wir machen heute die Mitfahrt mit der 440 also General. Ich glaube, in Zukunft jetzt einfach nur 440 oder General. Weiß nicht, habe ich gesagt, machen wir Mitfahrt? Ich habe mir anders überlegt. Machen wir nicht. Machen wir nächste Folge. Ich habe hier nämlich schon unseren Prellbock abgerissen, unser Depot. Weil wir heute nämlich hier diese Strecke erstmal verenden werden. Sobald denn unsere Spanisch-Brückli-Bahn hier wieder raus ist, aber dann müsste sich die Lok umdrehen, wenn ich den Bahnhof abreiße. Ja, passt. Passt vom Gleisbau her. Gerade so überlegt, weil ich ja vom Gegengleis aufs Mittgleis immer die Strecke baue. So, der Bahnhof kommt weg. Und wir bauen den hier einfach wieder hin, nur mit einem Gleis mehr. Na? Jetzt müsste ich erstmal hier die Schienen wieder abreißen, weil die noch stören. Dann muss ich die auch gleich wieder neu bauen. So, jetzt müsste auch das hier sich verbunden haben. Genau. Perfekt. Das heißt, wir brauchen jetzt nochmal wieder kurz unsere Schienen. Damit mir hier niemand den Platz wegbaut. Jetzt sind wir auch gleich schon mal am Ende hier unser Prellbock, damit wir auch gleich diese Strecke befahren können. So. Jetzt fangen wir einfach jetzt von dieser Seite weiter an. Wir brauchen hier wieder ein ganz normales Ausfahrtssignal, so wie wir auf der anderen Seite ein Einfahrtssignal brauchen. Hier. So, jetzt wird, wir haben ja gesagt, wenn wir uns das hier so anschauen, ich will ein bisschen durch den Wald und dann hier links an dem Hügel vorbei. Weil hier nicht so viel bergauf geht. Schauen wir mal, gehen wir hier auch am Kohlewerk vorbei. Der linken Seite? Ich würde sagen, ja. Gehen wir hier dran vorbei, hier über die Straße und dann kommen wir auch schon gleich dahin, wo wir hinwollen. Nehmen wir einfach wieder zu einfacher Geschwindigkeit. Dann wird die ganze Strecke jetzt hier tatsächlich erstmal viergleisig werden für einen Moment. Erstmal bis hier und dann schauen wir mal weiter. Wann müssen wir die Kurve machen? Ja, jetzt passt. Jetzt kann man die Kurve wunderbar bauen, allerdings will ich mal auf dieser Höhe hier bleiben. Sehe ich ja nichts, was ich baue. So, bleiben wir mal auf derselbigen Höhe, dann müssten wir... Da geht's jetzt tiefer, dann würde ich eigentlich nochmal sagen, gehen wir nochmal ein bisschen nach oben. So, dass wir hier nur quasi eine kleine Einebnung haben. Und wenn wir jetzt weiter nach oben bauen, wo haben wir? Müssen wir die Kurve erstmal wieder identifizieren in der Strecke. Das funktioniert aber soweit, solange da kein Bahnübergang steht. Und jetzt müssen wir wieder runter. Müssen wir uns hier nämlich ein bisschen der Landschaft anpassen. Ja, das kann man so nehmen, denke ich. Das geht in Ordnung. Da wird schon kein Zug irgendwie drüber springen. Über die Felder. Eigentlich will ich jetzt ungern zu viele Felder abreißen. Genau, hoch will ich, tiefer will ich nicht. Schade, das ist eigentlich schade, dass man hier wirklich keine Felder nachplatzieren kann. Dann geht der hier nochmal ein bisschen wieder drüber. Weil wenn man so Felder abreißt, das wäre eigentlich ziemlich cool, wenn man wieder neu bauen könnte. Ist das jetzt so weit? Jetzt baut er mir hier wieder so ein Mist. Mist ist dann, weil hier die Strecke für einen bestimmten Zeitpunkt ebnen muss. Ich eigentlich gar nicht. Bauen wir mal die Strecke bis da einfach runter. Und vielleicht schaffen wir es ja jetzt, das Ganze halbwegs auszuebnen. So, jetzt geht das hier in diese Kurve rein. Das geht soweit noch. Wenn ich sagen würde, ein runter, dann... Ich, ganz ehrlich, ich finde das hier irgendwie ein bisschen zu steil. Das muss ich hier erstmal...
das jetzt überhaupt gerade hier? Ne, wir wollen ja noch eine Kurve. Wir wollen ja noch einen Schritt nach rechts. Ist mir ehrlich gesagt sonst wirklich etwas zu steil. Geht das hier? Ja, damit gebe ich mich zufrieden, aber sonst hier wäre mir das wirklich zu steil gewesen. Hier müssen wir jetzt irgendwie runterkommen. Mal sehen, was würde passieren, wenn ich jetzt einfach sagen würde, hier schließe ich da mal an. Wie sieht die Strecke dann aus im Verlauf? Auch ich finde, so eine schöne Linkskurve oder Rechtskurve, je nachdem, in welche Richtung man gerade fährt. Jetzt ist das Problem, dass das Gleis hier sich nicht direkt anschmiegt. Wenn wir das so machen, geht das auch nicht. Wie machen wir es jetzt hier am besten? Weil das nervt mich jetzt irgendwie gerade wieder. Ich könnte natürlich das die ganze Zeit nebenbei laufen lassen, nur das sieht dann nicht schön aus. Frage. Wenn wir jetzt... Wir müssen ja hier sowieso Züge auf die Strecke stellen. Stelle ich mal auf dieser Seite dann hier. Sagen wir mal, wir haben dann hier unsere Weiche. Und dann kommt hier unser ganz normales Lieblingsdepot hin. Erstmal provisorisch, eigentlich würde ich das lieber weiter hier dran haben, aber der Platz geht ja sowieso nur bis da. Und naja, passt das eigentlich. Können wir jetzt nämlich den Teil der Strecke hier wieder abreißen. Und den hier... Dann, jetzt kann ich den nicht an die Weiche dran bauen. Reißen wir das nochmal ab. Bauen den da dran, dann müssten wir jetzt... Genau. Problem gelöst. Können wir hier jetzt wieder eine fünfte Weiche hinbauen, wo dann die Züge drauf fahren können. Dann fährt aber irgendwie noch aufs falsche Gleis. Und eigentlich hätte ich das dann nämlich... der fährt ja dann hier rein. Eigentlich hätte ich es nämlich dann lieber hier. Das Gleis. Das heißt, wir müssen die Weiche nochmal neu bauen. Und das Depot. Wir können bis hierhin... Bis hier vorne irgendwo die Strecke ziehen. Wenn ich so sage, ich ziehe die bis hier, passt das? Sagen jetzt hier so 50, kann man rausfahren und dann das Depot hier hinsetze. Passt. Wunderbar. Dann können wir tatsächlich dann da das Depot lassen und hier die Weichen bauen, machen wir gleich mal 120. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass ich Diamond Crossing verwende, also diese X-Weichen. An dieser Stelle nur irgendwie mag ich die gerade nicht. Es ist irgendwie auch vielleicht ein bisschen zu viel Weiche, weil ich finde, es reicht eigentlich, wenn hier eins wenn ein Gleis von Gegengleis aufs Hauptgleis geht. Wir haben immer noch 651.000. Das ist auch schon mal gar nicht mal so schlecht, weil dann könnten wir eigentlich zumindest einen Zug auf die Strecke fahren lassen. Wie gesagt, die machen wir beide mit Fahrt in der nächsten Folge und das war's dann auch, glaube ich, schon für die nächste Folge, weil das zeitlich passt. So, dann brauchen wir jetzt erstmal die Linie. Wie ihr seht, ich habe die Strecken immer noch nicht benannt, was ich eigentlich noch vorhabe. So, jetzt haben wir Personenwagen bayerisch, aber die verwenden wir jetzt ja nicht. Damit du auch ja auf dem Gleis bleibst, lässt du da bitte wieder raus. Selbes geht für Linie 2, damit du erstmal da bleibst, wo du bist, fährst du bei dem Signal wieder raus. Hier müssen wir ja nichts machen, weil es ja zwei getrennte Gleise sind. Wobei ich die eigentlich hier auch zusammenführen könnte. Wenn ich jetzt hier drauf gucke. Ich finde, hat was, oder? Wenn man hier so aufs Stellwerk guckt, dann dahinter so der Bahnhof, hier gehen so die Gleise zusammen, hier sieht man den Prellbock. Signal. Das sieht man noch, wenn man genau hinguckt, wie die Leute gerade auf dem Bahnsteig gehen. Schön. Ah, da kommt von hier jetzt gerade nichts. Ah, da hinten kommt sie. Können wir uns ja gleich nochmal mit anschauen, wenn sie hier an uns vorbeifährt. Da kann man sich eigentlich auch wunderbar... Liegende Steine. Wollte ich die nicht entfernen? Habe ich das gesagt beim letzten Mal? Weiß ich nicht. Erinnert mich bitte dran. Oder sagt zumindest mal, was ihr davon haltet. Cool wäre es jetzt wirklich, wenn jetzt hier unsere schwedische Lok, die Lima, glaube ich, jetzt langfahren würde und dann gleichzeitig hier ankommt, dann überholt sie hier noch. Das wäre schon fancy.
Aber wir brauchen hier erstmal mal ein paar Büsche. Bevor wir uns darum kümmern, dass wir gleich unseren nächsten Zug zusammensetzen. Weil das ist mir zu buschlos hier, diese Teil der Strecke. Hier hätte ich dann doch eigentlich. Hier können wir so eine. Ist das eine Eiche? Keine Ahnung. Können wir jedenfalls definitiv nicht so eine dicke Eiche dahin bauen. Geht ja gar nicht. Hier kommen lieber eher nur. Okay, jetzt ist das auch mit dem Stein da ein bisschen gelöst. Weil jetzt, wenn ich von hier gucken würde, sieht man den schlechter. Jedenfalls, da kommen nur einfach nur Büsche hin. Hier vorne. Was finde ich viel besser passt, wenn so die Gleise zusammenführen. Hier noch ein paar Büsche hin. Dann kommt hier vorne nochmal ein bisschen Wald hin. Genau, noch ein, zwei Bäume dazwischen und dann. Und der Busch weg, der Baum weg. Der Baum weg. Dann passt das hier. Finde ich, jetzt haben wir auch das Ganze hier wieder schön gemacht. Dann muss ich mal gucken. Eigentlich muss ich hier wieder ein kleines Waldstück hinbauen. Um das Ganze zu verdecken. Und hier muss ich nochmal ein bisschen terraformen. Am Bahnhof. So. Damit wieder dieses Abgeschnittene wegkommt. Was ich so sehr nicht mag. Gut, da kann ich jetzt hier beliebig beileibe wenig machen. Hier wird vermutlich dann sowieso die Stadt stehen. Ich könnte hier eigentlich auch Schallschutzwände zum Beispiel hinbauen. Die Möglichkeit besteht. Hier passt alles. Und dann jetzt mal gucken, dass ich hier so ein bisschen auch endabschneide. Ganz ein bisschen smoother mache. Und dann würde ich sagen, setzen wir gleich beide Züge parallel auf die Strecke und dann machen wir in der nächsten Folge die Mitfahrt der beiden. Vielleicht treffen wir sie sogar am Bahnhof. So, einfach mal ein paar Bäume hier hinsetzen. Der Satz hier auch. Ein paar Büsche natürlich noch. So, haben wir hier wieder einen kleinen künstlichen Wald. Dann müssen wir gucken. Der Baum stört mich irgendwie. Der darf da bleiben, der kommt weg. Der kommt weg. Der darf bleiben. Der kommt weg. Und der kommt weg. Und der auch. So. Wir haben kleinen Wand angelegt, dann können wir jetzt unsere letzten beiden Züge auf die Strecke setzen. Machen wir kurz wieder auf Pause. Die Lit ist das nicht, die Lima. Die heißt Lit, okay. Dann machen wir mit dem und. So, schwieriger Abteilwagen passt natürlich perfekt dazu. Dann machen wir mit dem und der 440. Denn die Mitfahrt machen wir 60, das sind 12 Wagen, das müsste eigentlich in den Bahnhof passen. Wenn nicht, ziehe ich gleich wieder beide zurück. Und dann war es das auch mit der Folge. Jetzt stehen schon wieder so viele. Achso, stimmt, der Zug kommt da gleich. Nehmen wir die Lit wieder. Selbiger Zug. Dann müssen wir gucken, was wir denn in der übernächsten Folge wieder an Strecke bauen. Was kommt hier? Sogar mit Besatzung. Wie heißt die? Prinz August. Den sieht man jetzt so schlecht, ist so viel Rauch. Prinz August, ne? Ja, Prinz August. Die Wagen, ja, nimmt sich, glaube ich, nicht allzu viel von der Spanisch-Brückli-Bahn tatsächlich. Also man merkt, dass das beides sehr europäisch ist. Ich finde die von der Spanisch-Brückli-Bahn ein bisschen irgendwie schöner. Vor allem auch, weil die halt diese Plateaus hier haben, über die man auch rübergehen kann. Und dann würde ich doch glatt sagen, bedanke ich mich an dieser Stelle recht herzlich fürs Zuschauen. Ich würde es auch freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Und bis dahin, beiden ist leider Sven ist raus. Haut rein. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.